Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TFT. Da ist jetzt ein neues Update am Mittwoch rausgekommen, nämlich dieses Rise of the Elements, wo jetzt irgendwie 40 neue Champions dazugekommen sind, alte Champions sind weggegangen. Ich habe ja beim letzten TFT-Folge so eine Dwaven-Kombo genutzt. Dwaven gibt es zum Beispiel nicht mehr, das heißt, ich musste mich eine neue Kombo ausdenken und habe auch eine neue Kombo gefunden, habe zweimal gewonnen jetzt hintereinander und vielleicht kriege ich ja jetzt das Triple hin, das wäre ganz schön. Ja, und ansonsten sind noch so ein paar Elements dazugekommen, also es gibt jetzt 13 Elemente, es gibt 12 Klassen, das Spielfeld ist größer geworden, auf dem Spielfeld selber sind auch so komische Hexagons, die irgendwelche Effekte haben. Und ja, wir spielen jetzt einfach mal eine kurze Runde TFT und ich zeige euch, was für eine tolle Kombo ich mir da ausgedacht habe. Achso, und ich habe einen neuen Mini-Beschwörer hier bekommen, dank Twitch. Guck doch mal, wie süß er ist! Okay, so, wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir hier irgendwas haben, was ich brauche. Eigentlich, doch, Malsahar. Oh, Malsahar wäre richtig geil. Wenn ich Malsahar von Anfang an bekommen könnte, bitte nimm mir nicht mein Malsahar weg. Ja, ich habe mein Malsahar! Und jetzt guckt euch an, wie süß wir sind, Leute. Guck doch mal, wie süß dieser kleine Knuffi ist! Und man kann das spammen. Miau, 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 miau. Der ist so süß. Ich liebe Twitch dafür, dass die jeden Monat sowas rausgeben. Ja, und man hat hier halt 7 Felder mehr und man sieht hier schon, da ist was auf dem Spielfeld, so ein Blockgedöns. Und wenn man da mal raufguckt, dann sieht man, aha, der Champion, der in diesem Hexagon dritte ist, der kriegt jede Runde 30 Max-Leben dazu. Das heißt, hier kann man dann auch noch so ein bisschen hantieren, welche Champions denn man so haben will, die dann mehr Leben haben und so. Ja, die ersten Runden sind ja mal langweilig, deswegen überspringen wir die einfach mal. Oh, richtig gutes Item bekommen. Nekos Help. Finde ich wirklich mega gut, dieses Item. Wir können von Anfang an auch erstmal eine Saiwa holen. Warum nicht? Ich kann ja mal erzählen, was ich so machen möchte. Ich möchte am Ende so eine Mischung aus Schatten und Mystik und vielleicht noch so eine Lux mit reinpacken. Vielleicht auch noch so ein bisschen Assassin. Aber am Ende, deswegen ist Saiwa auch am Anfang eigentlich mega geil. Die werde ich später noch verkaufen, weil die halt nichts wert ist. Aber sowohl Malsahar als auch Saiwa produzieren halt kleine Mini-Leutchens, die dann mit dir kämpfen. Und am Ende hast du dann 50 Milliarden Leute auf deinem Spielfeld, die alles klein machen. Und das ist mega gut. Wer natürlich auch noch dazu kommt, ist Yorwick. Yorwick ist auch einer meiner Carry-Champions, die ich so haben möchte. Bin mal gespannt, ob wir den bekommen. Der kommt nämlich erst später. Ja, Nikos Help, auch sehr schön. Ist auch ein neues Item. Wer das noch nicht kennt, das macht, also das kann man auf einen Champ raufpacken und dann kriegt man quasi diesen Champ nochmal als Ein-Sterne-Kopie. Heißt, wenn dann irgendwie noch ein Champion fehlt für die nächste Stufe oder sowas, dann kann man das gerne mal einsetzen oder für irgendeinen Champion, der halt voll selten ist, wenn man jetzt einen Lux hat, na, vielleicht wenn man zwei Luxes hat, dann kann man Nikos Help noch einsetzen, dann hat man eine Lux-Stufe 2 und das wäre halt mega, richtig krass heftig. So, unser erster Fight gegen einen echten Spieler, das wird garantiert nix. Ja, aber guck, da seht ihr schon. Ah, nee! Was? Er hat auch eine Saiwa? Nein! Und der hat schon eine Saiwa Stufe 2, deswegen waren hier so viele von den Dingern. Na gut. Aber genauso wie. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das erste TFT-Video von mir gesehen habt oder nicht, aber damals war das ja auch schon so, dass ich am Anfang immer mega schlecht war und immer verloren habe. Aber zum Ende hin, Leute, zum Ende hin wird das immer besser. Und wir können eigentlich einfach mal hier unser Shoujin auf Aatrox geben, weil Aatrox werden wir auch noch verkaufen. Aber dann haben wir zumindest schon mal ein Item hier. Und ja, die alte Leier, ich warte immer, bis ich ganz viel Gold habe, damit ich Zinsen bekomme. Heißt, am Anfang bin ich halt immer mega kacke. Aber so Mid-Game wird das dann gut, wo ich dann noch meine ersten guten Champions bekomme, hoffentlich. Und zum Endgame mache ich halt alle kaputt. Na gut, nutzen wir die Zeit, um meinen Mini-Champion hier vorzustellen. Ich werde sowieso verlieren. Guck doch mal, wie süß er ist. Er macht so ein Ovo-Gesicht und er kann hier essen. Njom. Und nochmal. Ist das ein Meron-Pan? Oh, da ist Meron-Pan und so. Krasser Dude. Und er kann hier Fisch essen. Und dann merkt er, oh, der ist nicht gut. Aber ist trotzdem süß. Ja, ich habe verloren. Ist mir doch egal. Immer tun mir alle weh. Dabei bin ich so ein süßer Dango. Ist das ein Dango? Das soll schon ein Dango sein, oder? Ich glaube, das ist ein Dango. Der ist so knuffig. Oh, eine Level 2 Cyber brauchen wir an sich nicht, aber why not? Ja, und die dritte Sache, die halt der Dango noch kann, ist miau, miau, miau. Das kann man auch spammen. So richtig süß miau, miau zu machen und dann wobbelt der noch so ein bisschen umher. Das ist so knuffig, Leute! Das ist doch unfassbar knuffig. Ja, ich werde hier wieder verkacken. Aber das ist natürlich, das gehört alles zum Plan, Leute. Oh, unsere Cyber, vielleicht verkacken wir sogar nicht. Doch, doch, wahrscheinlich schon. Außer, nein, wir verkacken. Das gehört alles zum Plan. Jetzt verliere ich nämlich wieder ein paar Leben und bin natürlich in den unteren Reihen hier von den Leuten. Bedeutet, ah fuck, ich kann als Zweiter hier zumindest picken. Und wenn man früh picken kann, ist auch alles schön. Und am Anfang verliert man auch wenig Leben. Deswegen kann man sich das am Anfang mal leisten, so ein bisschen Geld zu sparen, oder? Guck, der hat hier sein ganzes Geld ausgegeben. Das sieht man daran, dass er hier zwei Dinger nicht hat und ich schon.
Ich habe diesmal übrigens auch die Maus reingepackt, Leute. Ist das nicht super schlau? Oh, die Soraka, die hätte ich gerne. Nein, hier, den Malsahar. Gib mir. Nein, nein, du nimmst nicht den Malsahar. Ey, das ist mein Malsahar. Wahrscheinlich passt das Item nicht, aber ich nehme trotzdem den Malsahar. Kannst. Oder? Nee, ich nehme nicht Malsahar. Ich nehme Soraka, Leute. Soraka. Nein, nein, whoop. Das war knapp. Habt ihr diesen Trailer gesehen? Den neuen Trailer von Rise of the Elements? Von TFT? Der ist so knuffig. Guckt euch den an. Ich werde ihn euch verlinken. In der Videobeschreibung und im Chat unten, nee, die Kommentare und so, überall, Leute. Guckt euch den an, der ist wirklich knuffig. Und geht nicht mal lang. Auch wenn ihr mit TFT gar nichts anfangen könnt. Ich krieg jetzt schon meinen Asia. Wie krass ist das denn? Okay, also er kommt hier weg. Dafür kommt Asia rein. Asia kriegt auch den Spear of Shojin. Und dann können wir hier noch unsere Soraka reinstecken. Warte, ich pack Asia mal hier hinten hin. Keine Ahnung, Leute. Hier, beschützt mal den Asia oder so. Keine Ahnung. Okay, das ist schon mal schön. Jetzt haben wir schon drei Champions, die ich auf jeden Fall auch behalten möchte. Muss nur noch die Zywa irgendwie ausgetauscht werden. Am besten durch einen Yorick, wirklich. Ach, er schläft hier hinten. Unfassbar. Sei doch mal bei der Sache hier. Und ich... Das muss LOL auch noch ändern. Diese neuen Plattformen verschwindet man einfach in der Plattform drin. Das ist super dumm. Mein Dangu ist einfach zu klein. Hä? Ich habe trotzdem verloren? Das geht. Jetzt ist er aufgewacht, wo er gewonnen hat. Ist klar. Was ist das denn für ein Frechdachs? Oh, diese Laufanimation. Oh, ich hab eine Sache noch gar nicht gezeigt, Leute. Eine Sache muss ich euch noch zeigen. Ist das ein zweites Feld? Nee. Wieso kommt hier kein zweites Feld, by the way? Hier, wenn man ein... Warte. Guckt auf mein Champion. Guckt auf meinen Mini-Champion hier. Wenn man ein Dude hier umherwobbelt, dann nimmt er so einen Fisch in die Hand, freut sich mega doll. Und wenn man ihn dann irgendwo platziert, dann frisst er den Fisch auf. Und freut sich mega. Das ist so süß. Und wenn er läuft, ist das auch super süß. Guck, er macht so klein, er macht so einen Yoshi-Sprung. So kleine. Und dann springt er in die Luft. Whee! Das ist alles so süß. Sorry. Aber es ist halt wirklich. Oh mein Gott. So, guck mal, wir sind Letzter. Das gehört alles zum Plan. Oh, können wir es vielleicht sogar schaffen? Ist das unser erstes Match, das wir gewonnen haben? Ja, wir sind der allerbeste Dango der Welt. Dango heißt übrigens Reiskuchen. Nur so, falls ihr dem Japanischen nicht mächtig seid. Es gibt die Dango Daikasoku, die große Reisfamilie. Die ist bestimmt bekannt, oder? Und ich bin einer davon. Ja. Gut, dann geben wir mal ein bisschen Geld aus. Kha'Zix nehme ich auf jeden Fall auch mit. Dann kommt Kha'Zix hier halt noch mit rein. Das ist vollkommen okay. Denn hier Asia und Kha'Zix sind natürlich Desert. Achso, ich habe euch jetzt gar nicht die Seitendinger gezeigt. Ist das wichtig? Desert macht halt, dass die Armor von den Gegnern um 50% reduziert wird und Summoner macht, dass 40% mehr Health und so die Viecher, die gespawnt werden, länger leben. Ja. Also alles ganz toll. Was ich halt noch gerne hätte, jetzt gerade im Moment, wäre eine Janna. Oder Janna. Noch eine Neko. What? Wie viele Nekos kriegen wir denn bitte? Okay, ich glaube, ich habe hier ein bisschen Glück. Den Curve können wir auf jeden Fall Asia mal geben. Brauchen wir nur noch einen Needlessly Large Watt und dann hat er nämlich auch seinen Ginsos. Dann holen wir uns mal einen Saiyan. Dafür kann dann die Zywa weg hier. Und ich glaube, der Saiyan kommt auch da einfach mal rauf, weil Saiyan hat viel Leben und wenn er noch mehr Leben bekommt... Oh, hier haben wir auch noch so ein Ding. Das ist bestimmt ganz gut. So, Soraka schön im Hintergrund belassen, damit sie mal heilen kann. Wir könnten uns... tatsächlich ein Asia Level 2 holen. Ich habe zweimal Nikos Held bekommen. Wie krass ist denn das bitte? Aber ich glaube, ich spare mir das noch ein bisschen auf für eventuell einen krasseren, wie Lux halt. Wenn ich eine Lux bekommen könnte, dann hätte ich eine Level 2 Lux mit diesem Nikos Held. Das wäre wirklich mega heftig. Okay, dann haben wir grandios verloren. Gegen diese geballte Holzpower hier mit Ivan und... Das ist ja gar nicht Zywa, das ist Diana hier. Aber mit Maokai hier. Wieso hat er denn keine Zywa? Dann wäre er voll der Holzfreak. Also so richtig Glück habe ich aber gerade nicht mit den Picks auf jeden Fall. Komm, wir gehen mal ein bisschen hier, wir geben mal ein bisschen Geld aus. Mal schauen, irgendwas? Please? Irgendwas? Gar nichts? Yorick! Okay, Yorick, Asia. So, Yorick müssen wir auf jeden Fall reinpacken. Aber wir werden nochmal warten, weil ich möchte jetzt ungern unter die 30 kommen. Und wir müssen auf jeden Fall die Leute auf Level 2 bringen. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Aber Yorick ist schon mal sehr schön. Dann haben wir nämlich wieder neben Malsahar noch den Yorick, der auch so kleine, wie heißen die, Miste produzieren. Wie ja auch Senna, diese neue Champion-Dudetsinnen. Macht ja auch irgendwie solche... Oh, wow. Aua. So kleine Mists. Ein paar Niederlagen können wir aber auf jeden Fall noch einstecken. Sollte kein Problem sein. Und ich meine, unser Seil wird ja auch in jeder Runde stärker. Guck mal, er hat sogar noch angegriffen.
Das ist nicht super toll. Ist halt kacke, wir haben noch keinen einzigen Level 2er, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Die einzigen Level 2er, den wir hatten, war Saiwa und die habe ich weggegeben. Und ich habe das Gefühl, ich rede hier schon wieder viel zu viel, deswegen wird das Video viel zu lang. So, was wollen wir denn haben? Gibt es hier irgendwas, was ich brauche? Ich bräuchte ein Needlessly Large Watt, aber es gibt kein Needlessly Large Watt. Hm, was nehme ich denn dann? Dann ist das alles kacke. Oh, scheiße, ist das alles blöd. Ist das alles blöd? Dann nehme ich hier den da. Doch, da ist auch ein Needlessly Large Watt. Oh, bin ich behindert? Ich habe den jetzt wirklich nur per Zufall genommen, weil ich den Malphite haben wollte. Okay, vergiss, was eben passiert ist. Das war ja super behindert. Also, Malphite kommt weg, dann kriegt den Needlessly Large Watt nämlich unser Asia. Damit hat er schon mal zwei richtig gute Items. Und ich glaube, wir geben mal 8 Dinger hier aus, 8 Münzen, um einen Yorick hier hinzupacken. Warte, besser dahin, oder? Dann kriegt der nämlich Leben dazu. Ich glaube, unser Kha'Zix braucht das nicht wirklich. So, und jetzt wäre aber nochmal ganz schön danke, immer ein Level 2 Malsaha. Zumindest mal ein Level 2er, meine Güte. Wir haben jetzt hier noch Shadow dazu bekommen. Und das macht nämlich, dass man die ersten 5 Sekunden, wenn man in den Combat reingeht, stärker wird. Und ich glaube, ja genau, jedes Mal, wenn ein Shadow-Champion einen Gegner tötet, dann wird er auch nochmal für 5 Sekunden stärker. Cool, damit haben wir unser erstes Match gewonnen! Woo! Glückwunsch! Malsaha Level 2! Malsaha Level 2! So, jetzt geht's nur noch bergauf, Leute. Jetzt geht's nur noch bergauf. Wir müssen jetzt halt wirklich mal alles auf Level 2 pushen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Hier, Soraka schon mal Level 2. Deswegen, ich werde jetzt mal Geld ausgeben. Noch ein Malsaha, der ist jetzt nicht so wichtig. Okay, Kha'Zix schon mal Level 2. Das ist auch sehr gut. Und Asi jetzt auch endlich Level 2. Perfekt. Na gut, dann kann ich auch nochmal einen Kha'Zix kaufen. Ich verdull jetzt gerade ein bisschen zu viel Geld, meiner Meinung nach. Noch ein Malsaha, okay. Ja komm, dann geben wir auch alles aus hier. Noch ein Asia. So, okay, langt dann erstmal. Das war dumm, dass ich das jetzt schon gemacht habe, weil wir gerade in einer Phase sind, wo ich sowieso nicht verlieren könnte gegen die Wölfe. Aber passt schon, Leute. So langsam müssen wir aber auch mit unserem Leben aufpassen. Wir sind gerade letzter mit 34 Leben. Ja, das sind vielleicht noch 2 Loses. Und dann kann man schon verloren haben, wenn das krasse Loses sind. Hui! Hinrollen! Ich bin der Go! Oh weia. Das sieht auch schon wieder sehr schlecht aus. Kokmazu OP! Was ist das? Oh, Asia? Asia gegen den Level 3 Wladimir? Nein, das wird nix. Fuck, aber richtig knapp. Der hatte nicht mal Items, dieser Wladimir. What? Wieso hat er Level 3 Wladimir? Ohne Items. Also, viel mehr dürfen wir nicht verlieren. Die mit ihren Kog'Maths, wieso halt die... Okay, der Kog'Maths ist zumindest tot und er hat zum Glück nicht die Passive, die er im richtigen Spiel hat. Ah, oh, das sieht aber auch schon wieder sehr schlecht aus. Ja, fuck off. Okay, also noch eins sollte ich tatsächlich nicht verlieren, weil sonst wird das wirklich viel zu knapp. 17 Leben, das ist ein Lose, ein krasser Lose und ich bin weg. Wollen wir Malsaha auf Level 3 pushen? Alter, nein, Yorick ist auch noch nicht auf Level 2. Okay, da habe ich jetzt aber... Oh, hoffentlich gewinnen wir das. Oder hoffentlich... Also hoffentlich verlieren wir nicht so viele Leben, dass ich dann am Ende kaputt bin. Oh well, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr schlecht aus. Nein... Nein, und dann überlebt er so viel. Tötet zumindest irgendwas. Kann ich das bitte überleben? Oh oh. Okay, ich hab ganz knapp überlebt. Da ist viel zu viel hängen geblieben. Wieso musste ich gegen den allerersten kämpfen? Shit. 3 Leben. Okay, ich darf jetzt gar nicht mehr verlieren. Aber was wäre das bitte für ein krasses Comeback, wenn ich ab jetzt nur noch nach oben gehe? Okay, Ziel ist oben, Leute. Wir müssen aber jetzt Neko einsetzen, weil sonst wird das gar nichts. I need a set. Thank you. Noch ist nichts verloren, Leute. Noch ist nichts verloren. So, wir haben einen Set. Der muss auf jeden Fall aufs Spielfeld. Ich habe aber zu wenig Geld, um ihn aufs Spielfeld zu bringen. Ja, GG. Nein, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Yorick raustun? Wen packe ich denn raus? Soraka raustun? Was geht denn dann weg? Gar nichts. Okay. Dann nehmen wir Set und der kriegt einen Guardian Angel. Und der kommt hier zu Kha'Zix rüber. Und dann machen wir... Warte, wir machen uns einen... Malsaha Level 3. Und dieser Malsaha Level 3 kriegt noch von mir aus einen Iceborne Gauntlet. Wir müssen jetzt alles einsetzen, weil sonst bin ich halt gleich tot. Come on. Malsaha Level 3. Du regelst das. Du hast einen Iceborne Gauntlet. Wenn du was dodgst, dann passiert irgendwas Tolles. Habe ich gelesen. Komm bitte. Okay, das sieht zumindest nicht ganz schlecht aus, wenn der Nasus uns hier nicht mega zerfickt. Aber ich glaube, ja, komm hier. 10 gegen 1 Nasus, das sollte hinhauen. Oder?
Come on, danke. Oh mein Gott, okay, jetzt wird das aber wirklich mega knapp alles. Wir müssen die nächste noch überleben, dann können wir Soraka wieder aufs Spielfeld holen. Oder wir verkaufen was. Ja, wir verkaufen was und bringen jetzt Soraka wieder rauf. Soraka ist nämlich, glaube ich, auch wichtig für uns. Jetzt haben wir halt gar kein Geld mehr. Aber das ist in Ordnung, Leute. Das ist vollkommen in Ordnung. Dass der Saiyan immer noch Level 1 ist, ist halt mega dumm. Und Yorick auch. Wieso habe ich denn keine Yoricks? Okay, der scheint nicht so gut aufgestellt zu sein. Obwohl, eine Level 3 Diana ist natürlich auch heftig. Und der greift mein Malsaha an. Das ist aber nicht so nett. Was soll das denn jetzt? Aber ich habe eine Soraka. Die heilt mich hoch, Leute. Alles easy hier. Tötet die, Diana. Tötet die, Diana. Oh, oh. Oh, oh. Tötet die Diana? Bitte? Bitte tötet sie? Scheiße, nein! Oh, Mann. Was? Okay, achte einfach. Da hatte ich ja richtig Pech. Oh, dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Das lief nicht so gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.